ist eine Umweltschutzbewegung, die 2018 gegründet wurde im Vereinigten Königreich, mit dem Ziel, Aufmerksamkeit gegen das Massenaussterben von Menschen, Tieren und Pflanzen zu erregen, mittels zivilem Ungehorsam und einfach damit versuchen, Regierungen zum Handeln zu bewegen. Wir haben hier zu meiner Rechten, zu eurer Linken, die Lu Yen und auf der anderen Seite Maria auf der Bühne. Es kommt dann noch wer dazu. Die Bühne gehört euch. Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Interesse an unserem Talk. Ich bin Maria, ich bin in der Ortsgruppe Berlin, Extinction Rebellion Berlin, und habe eigentlich seit Februar fast nichts anderes gemacht als Talks, also Vorträge für Extinction Rebellion. Dies ist mein letzter Vortrag. Einerseits sehe ich die Bewegung selber auch ein bisschen ambivalent und brauche erstmal einen gewissen Abstand dazu, um zu verstehen, was jetzt auch passiert gerade. Andererseits bin ich einfach persönlich resource exhausted und brauche dringend mal eine Pause. Ja, soweit erstmal. Also. Ja, hi, ich bin Lu Yen, ich komme aus Hamburg. Ich habe in Hamburg im Februar angefangen, da waren wir 15 Leute. Jetzt haben wir im Oktober 6.000 Leute auf die Straße gebracht hier in Berlin. Es war ein ziemlich crazy Jahr, vollgepackt mit allen möglichen Aktionen, mit Strukturenaufbau, und wir versuchen jetzt das Unmögliche möglich zu machen, euch innerhalb von 40 Minuten zu erzählen, was alles kurz und knapp passiert ist, noch ein bisschen auf die Metaebene zu gehen, ein bisschen Analyse, Call to Action machen wir auch noch zum Schluss, und dann läuft das schon. Gut, keine Zeit verlieren. So. Erstmal 2019, also die Klimakrise ist ins öffentliche Bewusstsein gerückt, in Deutschland vor allem durch Fridays for Future, kann man nicht oft genug sagen. Und eigentlich überschlagen sich, wenn man erstmal in dieser Klimabubble ist, eigentlich die schlechten Nachrichten tagtäglich. Also die Arktis brennt, der Amazonas brennt, Kalifornien brennt, Australien brennt. Es gibt eigentlich kaum einen Tag, an dem man nicht von Überschwemmungen, krassen Stürmen, schmelzenden Permafrostböden einfach in alarmierenden Raten viel schneller als prognostiziert liest, hört. Was gibt's noch? Die Victoria-Fälle waren dieses Jahr erstmalig ohne Wasser zu sehen im südlichen Afrika. Wasserknappheit, Dürren, massenhaftes Artensterben. Also sehr, sehr viele Arten können sich einfach nicht schnell genug anpassen an diese schnellen Wetterveränderungen und immer neuen Wetterextreme. Und wir befinden uns jetzt eben in dem, was die Forschung das sechste große Massenaussterben nennt. Das wiederum hat auch Auswirkungen auf den Menschen, also in dem Moment, wo sogenannte Schlüsselarten betroffen sind, also Schlagwort die Bienen, berührt das halt auch unser Überlebenssystem. Ja, also es ist sehr viel passiert auf der Seite, und zugleich ist eigentlich absolut gar nichts passiert auf der politischen Seite. Never trust a COP25. Die Klimakonferenz in Madrid ist eigentlich gerade gescheitert. USA sind erwartungsgemäß aus dem Klimaabkommen, Pariser Klimaabkommen ausgetreten. All dieweil steigt die Förderung fossiler Brennstoffe weltweit und damit eben auch die Emissionen. Und das ist die einzige wissenschaftliche Grafik, die ich jetzt zeige. Sie zeigt einfach nur die CO2-Konzentration gemessen auf Mauna Loa, das ist auf Hawaii, wo regelmäßig CO2-Konzentrationen seit Jahrzehnten gemessen werden. Eingetragen hier sind auch noch diverse, unter anderem Klimagipfel, also Genf, Paris, Rio, Kyoto. All die Jahre, das war jetzt die falsche Reihenfolge, ich hoffe es ist nicht schlimm, all die Jahre steigen trotzdem die Emissionen weiter. Und diese Grafik ist das, woran wir eigentlich unsere Handlung ausrichten müssen. Derweil verabschiedet die Bundesregierung ein Klimapäckchen, was nahezu wirkungslos ist, wurde sicherlich eben gerade auch schon angesprochen. Also Windkraft, Abstandproblematik, Pendlerpauschale, Erhöhung. Also es ist von vorn bis hinten eigentlich nichts, was dieser Entwicklung der steigenden Emissionen irgendwas Substanzielles entgegensetzen würde. Und wir können nicht darauf vertrauen, dass die nächste Bundestagswahl, die auch erst wieder in 2 Jahren ist und dann irgendeine Koalition entsteht, die vielleicht ein bisschen mehr macht, weil auch das sehr wahrscheinlich nicht genug sein wird und vor allem nicht schnell genug und nicht früh genug. Ja. Genau. Deswegen sind wir als Extinction Rebellion angetreten. Die Situation hat sich also eigentlich nur zugespitzt.
Und Macht gewährt nichts ohne Forderung. Das hat sie nie getan und wird sie nie tun. Zitat bei uns aus dem Buch. Und ich stelle nochmal gerade unsere drei Forderungen vor. Erste Forderung, sagt die Wahrheit. Zweite Forderung, netto null bis 2025. Und dritte Forderung, Bürgerinnenversammlung. Nochmal im Detail, sagt die Wahrheit. Die Regierung verkauft uns momentan immer noch, dass E-Auto-Prämien genug sind. Sie hält weiterhin am Wachstumsprinzip fest. Es gibt niemanden an oberster Spitze, der sagt, dass es nicht mehr so weitergehen kann, dass wir einen Systemwandel brauchen und dass wir momentan Gefahr laufen bei den jetzigen Szenarien bis 2050 Nahrungsmittelknappheit, Wasserknappheit zu bekommen, dass das Risiko besteht, dass daraus Verteilungskriege entstehen und dass es sein kann, dass wir bis Ende des Jahrhunderts bei 4 Grad oder mehr Klimaerhitzung landen, was bedeuten würde, dass Milliarden Menschen aussterben würden, über kurz oder lang. Diese Wahrheit wird nicht kommuniziert, deswegen erste Forderung, sagt die Wahrheit. Unsere Regierung muss breit aufklären, am besten durch die Ausrufung eines nationalen Klimanotstands. Wir müssen bis 2025 klimaneutral werden. What the fuck? Klingt absolut unrealistisch, weil realistisch momentan viel zu klein gedacht wird. Das ist das, was notwendig ist und das ist auch das, was wir versuchen. Wir müssen jetzt handeln, wir müssen jetzt sofort umsteuern, wenn wir überhaupt noch eine Chance haben wollen, das 2-Grad-Ziel zu halten. 1,5 Grad haben wir dieses Jahr in Deutschland schon überschritten. Die dritte Forderung, Bürgerinnenversammlung. Wir sind entgegen vieler Kritik eine Bewegung, die mehr Demokratie möchte. Wir glauben, dass das der einzige Weg ist, uns aus dieser politischen Trägheit rauszuholen. Bürgerinnenversammlungen sind ein bereits praktiziertes Instrument, wo zufällig ausgewählte Bürgerinnen zusammenkommen, um gemeinsam auf den gleichen Wissensstand gebracht zu werden, um dann miteinander zu deliberieren, zu sprechen, sich kennenzulernen, ihre Perspektiven zu verstehen und dabei kommt eigentlich immer gemeinwohlorientierte Politik raus. Und deswegen brauchen wir für diese Forderung Vertrauen. Wir brauchen Vertrauen darin, dass eine Vielfalt von Stimmen, egal welcher politischen Richtung und egal welcher Klasse und welcher ethnischen Herkunft, besser funktioniert, wenn diese Leute zusammenkommen als kollektive Intelligenz, als unsere jetzige Politik. So, wir haben drei Forderungen. Wie wollen wir das erreichen? Unser Mittel ist massenhafter, ziviler, gewaltfreier Ungehorsam. Ungehorsam deswegen, weil wir jetzt aufhören müssen mit Business as usual. Wir müssen jetzt aufhören mit Politics as usual. Der Staat bricht gerade sein Fürsorgeprinzip. In Artikel 20a des Grundgesetzes ist festgelegt, dass der Staat unsere Umwelt und die Ressourcen für zukünftige Generationen schützen soll. Dieses Prinzip wird verletzt, das Pariser Abkommen wird verletzt. Unsere Regierung ist regelbrüchig, sie hält ihre eigenen Regeln nicht ein und ihre eigenen Verpflichtungen und deswegen haben wir die moralische Verpflichtung zu rebellieren. Und das tun wir, indem wir Regeln brechen und viele von uns sind auch bereit dafür, Strafen zu riskieren. Dann haben wir noch unsere 10 Prinzipien, die ich jetzt nicht alle vorlesen werde, aber im Wesentlichen ist das so der kulturelle Baukasten, den wir mitbekommen haben. 10 Prinzipien, an denen wir uns orientieren, damit wir dezentral und autonom voneinander aktiv werden können und gemeinsam handeln können. Da sollen uns diese 10 Prinzipien leiten. Hier sind 4, die besonders wichtig sind. Also Prinzip 10, wir stützen uns auf Selbstbestimmung und Dezentralität. Jeder, der die 3 Forderungen und der die 10 Prinzipien für sich unterschreibt, kann im Namen von Extinction Rebellion handeln. Es gibt keine Führungsfigur, man muss niemanden um Erlaubnis fragen. Wir sind ein gewaltfreies Netzwerk, weil zum einen erwiesen ist, dass gewaltfreie Bewegungen effektiver sind, erfolgreicher sind, aber auch, weil wir die Massen brauchen und Gewaltfreiheit ist sozusagen auch für die Zugänglichkeit und für die Gewinnung der Sympathie sehr wichtig. Wir überwinden hierarchische Machtstrukturen, darum müssen wir uns immer wieder bemühen und wir kommen nachher noch auf ein Beispiel, wo das nicht so gut geklappt hat. Und jetzt nochmal einmal exemplarisch, Prinzip Nummer 5, Reflexion und Lernen sind uns wichtig. Wir sind jetzt gerade am Ende eines Aktionszykluses angekommen und jetzt gerade in der Reflexionsphase und denken unfassbar viel nach und deswegen werden wir euch da heute ein bisschen was von erzählen, was wir uns da so gedacht haben. So, Extinction Rebellion ist ja so ein bisschen eine Copycat, also es gab
Also es kommt aus England, wo im Spätherbst letzten Jahres die 5 wichtigsten Brücken in London besetzt wurden und dadurch schlagartig die Klimakrise in den Medien war. Ich hoffe, das ist auch das nächste Bild. Genau. Und was von dort kam, waren eben genau die 3 Forderungen, die Methode, ziviler Ungehorsam und die 10 Prinzipien. Zusätzlich mit einer ersten Aktion, die gezeigt hat, so kann es gehen, so kann es aussehen. Und was auch noch mitgeliefert wurde in diesem Bausatz, war praktischerweise ein Grafikhandbuch mit einem Zeichen, was man non-kommerziell verwenden darf, mit einer Schrift, mit einem, also Farben, die man verwenden sollte und Woodcut Illustrations, so Holzschnitt-Illustrationen. Und damit war man eigentlich sofort handlungsfähig. Also ich bin selber Grafikerin und war dann so, ah cool, okay, es gibt alles und man kann sofort einfach Materialien erstellen. Das ist für eine dezentrale Bewegung, die dann auch noch multilokal arbeitet, total wichtig. Also in Times of Social Media natürlich sowieso, aber eben auch, um eine visuelle Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Muss mal kurz gucken, ob ich noch... Ja, genau. Dieses Prinzip Copycat gilt natürlich auch für innerhalb der ganzen Bewegung entstehende Aktionsformate oder auch Protestformen. Also das hier sind die Red Rebels, die sehr viel in den Medien waren. Die sind durch einen eigentlich so zirkusnahe Performance-Gruppe, Invisible Circus, in London dazugekommen. Und die haben praktischerweise gleich ein DIY-Video von, wie man diese Kostüme baut, ins Netz gestellt. Und dann war man sofort fähig, halt diese Kostüme jetzt mittlerweile in vielen Städten der Welt auch einfach in Einsatz zu bringen und damit Proteste zu begleiten. Was wir irre viel gemacht haben, das ganze Jahr über, sind Vorträge. Wir haben leider keine Zahlen. Zahlen wären gigantisch, auch fürs nächste Jahr, also Datenbank aufbauen. Wir haben hunderte Vorträge gehalten, die eigentlich immer aus 2 Teilen bestanden. Ein Teil war ein klimawissenschaftlicher Teil, der einfach nur aktuellen Stand der Klimaforschung in so einer Weise darlegt, dass Menschen das halt verstehen, also von Mensch zu Mensch, das ist entscheidend. Wir haben Vorträge gehalten als eigenständige Veranstaltung an Unis, an Schulen, in Instituten, in Unternehmen, auf Festivals. Und es ist ein ganz wichtiges Mobilisierungsinstrument gewesen für uns, also auch für Extinction Rebellion als Bewegung, aber gleichzeitig eben diese eigentlich Aufklärungsarbeit, die der Staat machen sollte. Also eigentlich Menschen informieren darüber, was gerade der wissenschaftliche Stand ist. So, so vielleicht noch persönliche Anekdote. Meine Bandbreite ging dieses Jahr von der Chaos-Community bis zur katholischen Kirche. Stichwort Sachausschuss Bewahrung der Schöpfung. Und es gibt tatsächlich mehr Übereinstimmung, als ich am Anfang gedacht hätte. Also, yay. Jo. Okay, nicht viele Zahlen, aber ein paar. Weltweit ist Extinction Rebellion innerhalb von 13 Monaten in 55 Länder gegangen. Die größten oder aktivsten Länder mit den meisten Leuten sind Frankreich, England und Deutschland in der Reihenfolge. Das heißt, überall auf der Welt schätzen wir jetzt das Mobilisierungspotenzial ungefähr 150.000 Menschen, die bereit sind, in die Aktion zu gehen, die bereit sind, in den zivilen Ungehorsam zu gehen, viele davon auch ins Gefängnis. In Deutschland sind wir aktuell 124 Ortsgruppen. Die Grünen sind aktiv und running, haben Strukturen ausgebildet, sich teilweise in Stadtteilgruppen unterteilt, haben Arbeitsgruppen ausgebildet für Legal IT, Kunst, regenerative Kultur etc. Die Gelben sind noch im Aufbau befindlich und freuen sich auch über Unterstützung. Wir haben insgesamt 23.000 Leute ungefähr, also jedenfalls das letzte Mal, als ich geguckt habe, im Newsletter. Wir haben ein Chatprogramm, über das wir arbeiten, was wie Slack ist, also MetaMouse. Da sind 7.000 Leute aktuell registriert, das heißt Leute, die auch so ein bisschen in die Strukturen schon eingebunden sind. Und 6.000 Leute, die dann nach Berlin gekommen sind. Vielleicht noch wichtig, was sich jetzt auch erst in den letzten Monaten herausgebildet hat, kurz vor der Rebellion, sind Bezugsgruppen. Das sind kleine Einheiten von 8 bis 15 Menschen, die ein Vertrauensverhältnis aufbauen und gemeinsam Pläne schmieden, was das auch immer für welche sind. Also sozusagen die kleinste Aktionseinheit auch. Und das ist eben das Tolle daran, wir wissen überhaupt nicht mehr, wer das alles ist, aber es gibt sie.
Was sich auch entwickelt hat im Laufe dieses Jahres sind Communities, also nochmal etwas größere Kreise, wie Leute sich organisieren. Hier eine Word Cloud aus England, nur mal so ein paar Beispiele. Es gibt schon eine Interessensgruppe XA Army, es gibt Künstler, es gibt Colleges natürlich, Arbeiter, aber eben auch Pharma. Also Berufsgruppen wie zum Beispiel Doctors XA, Doctors for XA. Dann gibt es aber auch Schwerpunktgruppen wie zum Beispiel Animal Rebellion, wo es eben um die Landwirtschaft, Transformation der Landwirtschaft geht und auch der Agrarindustrie, der Fleischproduktion eben weg hin zu einer tierfreundlichen Politik. Dann gibt es auch religiöse Gruppen wie zum Beispiel XA Jews. Oder die Christen und die Buddhisten und auch die Atheisten. Das wollten wir eigentlich rausnehmen. Aber gut, dann wir können sie auch überspringen. Ach, das ist so spannend. Na los, nee, doch, komm. Also genau, warum ich diese Communities sind sozusagen, finde ich, der Keim dafür. Und das ist jetzt der einzige theoretische Ausflug. Es gibt zwei Machtmodelle in der Gesellschaft. Und das eine ist diese traditionelle Macht. Die Macht kommt von oben. Da sind die Entscheider, die regieren runter. Und es gibt die Bewegungssicht, das ist dieses Pillars of Support System, was ihr auf der rechten Seite seht. Und die Gesellschaft, das System, in dem wir leben, wird von den Säulen der Gesellschaft gestützt. Das können alles mögliche, also die gesellschaftliche Säulen, wie zum Beispiel die Universitäten, die Künste, aber auch die Bürokratie, Gewerkschaften, die Kirchen. Und diese Communities sind ein Weg, in die Gesellschaft reinzugehen, neue Zielgruppen zu erschließen und zu erreichen. Und die ultimative Vorstellung ist, dass überall in der Gesellschaft Menschen in den Institutionen anfangen, sich dem System zu verweigern und zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich organisiere mich mit jetzt anderen Leuten aus meiner Säule sozusagen, ich tue mich mit anderen Lehrern zusammen, mit anderen Psychologen und wir fangen an, uns zu organisieren und kämpfen für den Systemwandel. Und wenn diese Säulen dadurch von innen ausgehöhlt werden, dann kann man das System damit auch zum Kippen bringen. Was ist passiert? Der Jahresrückblick. Also kurz nach dieser Londoner Brückenbesetzung haben sich eigentlich sofort, in Deutschland hat sich wenige, ich glaube noch im selben Monat, im November 2018, das erste Extinction Rebellion gelabelte Treffen gebildet. Und die erste Aktion war dann gemeinsam Anfang Februar mit Ende Gelände zusammen eine Blockade der Invalidenstraße, Wirtschaftsministerium, anlässlich vom Kohlekompromiss, der eben aus unserer Sicht auch also viel zu spät, nicht weitreichend genug und so weiter ist, viel zu viel Zugeständnisse an die Unternehmen. Es haben sich dann sehr schnell eigentlich überall in Deutschland Ortsgruppen gebildet, die dann zunächst erstmal kleinere Aktionen, Flashmobs gemacht haben, wie hier zu sehen ein sogenanntes Die-In, wo sich Leute einfach wie tot an öffentlichen oder semi-öffentlichen Plätzen hinlegen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, in ihrer eben auch tödlichen Bedrohung. Solche Sachen sind auch in Einkaufsstraßen passiert, in Einkaufszentren. Wir haben sowas auch mal am Flughafen Tegel gemacht in einer kleinen Gruppe, also verschiedenste Aktionen dieser Art. Und die erste große Aktion war dann im April, wo eigentlich auch schon weltweit Aktionen stattfanden. In London wurden zu dem Zeitpunkt eine Woche lang 4 Orte permanent besetzt und in Berlin gelang die erste sozusagen größere Aktion in Form von einer Brückenbesetzung der Oberbaumbrücke mit ungefähr 200 Aktivistinnen. Und wir haben die Rebellion in Berlin ausgerufen. Vor dem Reichstag offiziell, genau. Genau, hier sieht man jetzt schon, wie schnell das dann so hochskaliert ist. Das ist jetzt eine Aktion von Juni hier aus Leipzig. Hier findet ja immer dieses große Gothic-Festival statt und es gab ein paar Leute von XA mit Connections zur Gothic-Szene und das ist ein Beispiel für erfolgreiche Kooperation. Es gab einen Impuls, die Gothic-Szene hat gesagt, cool, wir haben Bock da drauf. 2000 Leute sind mit einem riesen Trauermarsch durch die Leipziger Innenstadt gelaufen und haben dann diesen fetten Die-In gemacht. Also so schnell kann man sich hochbouncen. Ja, weitere Aktionsformen sind sogenannte kurze Swarmings, also Mini-Straßenblockaden für so 5 bis 10 Minuten. Aufmerksam machen, kurz die Routinen unterbrechen, ist die Idee davon. Dann haben wir in Berlin jedenfalls relativ oft so Fahrradausflüge gemacht und gemeinsam nach Manier der Critical Mass Kreisverkehre besetzt. Und bei all diesen Sachen, ein wichtiger Punkt ist, dass wir immer auch mit den Leuten gesprochen haben, warum wir das machen. Also nicht einfach nur stören, blockieren, irgendwie
nerven, sondern auch sagen, Entschuldigung, wir wissen, es ist jetzt gerade nicht cool, aber es hat auch einen Grund und das ist der Grund. Ja, manchmal hatten wir auch Kekse dabei, also Kekse und Flyer, so. Diese Aktion ist von XR Youth, Jugendorganisation von Extinction Rebellion. Einen Tag vor der Europawahl haben sich fünf junge Leute am neuen Rathaus in Leipzig angekettet mit so Fahrradbügelschlössern, um eigentlich, wie auch auf dem Schild schon steht, darauf aufmerksam zu machen, dass heute beschlossene Politik was ist, was die dann ausbaden müssen. Und sie sind selber noch gar nicht wahlberechtigt. Und richtig krass finde ich das, was auf dem mittleren steht. Die Hälfte der Wahlberechtigten in Deutschland sind über 52. Die Aktion wurde auch nochmal kopiert vom Kanzleramt mit ungefähr 30 Aktivistinnen, sehr medienwirksam. Und das war gleichzeitig auch eine Copycat. Also die Aktion ist so auch schon mal in England gewesen. Es wurde dann auch gleich offengelegt. Ja, genau. Das war im Sommer fing die nationale Vernetzung an und wir haben versucht, unser Aktionslevel schon mal so ein bisschen hochzubringen. Das heißt, Leute hatten Bock, sich verhaften zu lassen. Wir haben national nach Köln mobilisiert auf die Deutzer Brücke. Keiner ist verhaftet worden, aber wir haben schon gemerkt, dass wir wirklich dazugelernt haben innerhalb der paar Monate und eine ganz bunte, friedliche Straßenblockade hinbekommen haben mit offenen Versammlungen und allem Zip und Zap. Genau. Dann, was man eigentlich sagen kann, dass diese ganzen kleineren Aktionen ab dem Sommer angefangen haben, sich wirklich mental einzuschießen darauf, dass wir wirklich gemeinsam eine große Aktion im Oktober vorhaben. Das war jetzt kurz davor eine sogenannte Kunstblutaktion, Blood of Our Children, anlässlich der Cruise Days in Hamburg. Da haben wir irgendwie Kunstblut ausgeschüttet und auch bundesweit Presse generiert. Genau, das war noch eine Aktion. Das war eine Aktion im Bündnis, Sand im Getriebe, ein ganz breites Bündnis, um auf der IAA in Frankfurt eigentlich den Haupteingang zu blockieren. War auch sehr gut in Medien eigentlich. Und dann gab es noch so in den Ortsgruppen einfach auch Aktionen. Das hier ein Beispiel aus Freising, in dem Schaufenster einer Textilkette, also ein Aufmerksam machen auf eben Fast Fashion Konsumkritik. Und das fand ich noch ein sehr schönes Beispiel aus Stuttgart, eben auch aufmerksam machen auf dieses Plastikproblem. Also es ist auch multithematisch und eben eigenständig dezentral organisiert. Ja, tolle Kostüme. Am 20. September haben wir auch Fridays for Future mit unterstützt, einfach mit Aktionen am Rande. Hier ein Beispiel aus München, wo die Leute auf so schmilzenden Eisblöcken stehen. In Berlin haben wir versucht, in einem Bündnis gemeinsam zu zivilem Ungehorsam aufzurufen. Das hieß auch Ungehorsam für alle, unter anderem mit Fridays for Future, Ende Gelände, noch vielen anderen Gruppen und eben auch Reclaim Club Culture. Und mit denen zusammen haben wir einen Rave-Aufstand gemacht, also so Love Parade-mäßig einfach auch eine fahrende Party, so als Teil der Fridays for Future. So, im Zuge dessen gab es drei Blockaden, unter anderem eine am Potsdamer Platz. Und am Ende bei der Abschlusskundgebung auch noch so eine Video-Live-Projektion. Das ist jetzt nur ein Bild daraus. Also es gab noch mehr Bilder. So. Okay. Genau. Ha. Mach du nochmal. Genau, wir haben ein Buch rausgebracht, auch noch. Also das kam im September. Es ist eine Übersetzung des englischen Buches This is not a drill, aber hier noch angereichert mit Texten aus der deutschen Zivilgesellschaft. Auch das ist ein bisschen wie die 10 Prinzipien, dass es uns in Deutschland jedenfalls ein bisschen als Bewegung zusammenhält. Es hat sehr viele unterschiedliche Texte drin, die eine tolle Bandbreite an Perspektive zeigen. Und es gibt einen Creative Commons Teil, den man kopieren darf, so ein How-To-Teil, der ist illustriert mit praktischen Tipps, wie man zum Beispiel eine Straße blockiert oder mit der Polizei spricht, auch mit Probedialogen, die man dann üben kann. Das Buch wurde mit einer, also als Promo-Aktion für das Buch haben wir auch eine Straße besetzt, das war die Bookade auf der Warschauer Straße, hat auch ein paar Stunden angehalten. Ja, genau. Und dann, das ist jetzt eigentlich das Hauptevent dieses Jahr gewesen. Wir haben noch 15 Minuten. Okay, na dann. Okay, also Oktober, das war, wir haben monatelang dezentral in ganz Deutschland rumgerödelt. In Berlin haben wir ein Büro aufgemacht, die sogenannte Dezentrale. Und da sind dann Leute aus ganz Deutschland hingefahren und haben angefangen mit zu organisieren. Und das Ziel war, im Oktober zur International Rebellion dann auch in Berlin große Blockaden zu machen, mehrtägig, so lange wie möglich.
Was dann passiert ist, hat uns alle sehr überrascht, positiv überrascht. Und zwar haben wir es erstmal hinbekommen, ein großes Klimacamp auf der Wiese vom Bundeskanzleramt aufzubauen für 2000 Leute mit Vorträgen, Workshops, Performances, Konzerten. Und das Thema war BürgerInnenversammlung, also es ging über mehrere Tage, konnte man unsere dritte Forderung kennenlernen und sich mit diesem Instrument der Demokratie auseinandersetzen. Wir haben mehrtägige Blockaden vorbereitet, Ortsgruppen haben sich zu Regionalbündnissen zusammengeschlossen und haben dann gesagt, okay, entweder total geheim oder wir kündigen es auf Facebook an, wir machen jetzt irgendwas dicht. Das war die erste Blockade hier am Großen Stern, die mehrere Tage gehalten hat, mit einer Arche, eröffnet von Carola Rakete und genau, viel Presse. Wir haben den Potsdamer Platz für mehr als 24 Stunden dicht gemacht, mit einem Straßenfest inklusive Kinderschminken, Fetischist for Future und allen möglichen lustigen kleinen Konzerten und Möbeln und Buchregalen, die da plötzlich rumstanden. Wir waren auf der Marschallbrücke mehrere Tage direkt vor dem Reichstag und vom ARD-Hauptstadtstudio und haben da ganz viel mit Passanten gesprochen, das war das Ostbündnis. Und wir haben mehrere Tage vor dem Bundesumweltministerium die Straße blockiert und haben es auch geschafft, den Leiter Klimaschutz zur Verlesung eines offenen Briefs auf die Straße zu nötigen. Und er musste sich das dann anhören und es gab Konzerte von Bonaparte und Acid Pauli und so. Genau, wir haben total viele Performances gehabt überall, kleine dezentrale Aktionen wie zum Beispiel diesen Trauermarsch, das Klimadiagramm von Scientists for Future, lebendig, die sind an verschiedenen Orten immer aufgepoppt. Und was mich persönlich am meisten beeindruckt hat, waren eigentlich die hunderte Leute, die bereit waren, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen, um diese Blockaden zu halten. Also wir hatten an der zweiten Nacht 1 Grad, dann fing es an zu regnen am dritten Tag. Die Leute haben durchgehalten, es waren Menschen zwischen 12 und 70 auf der Straße, teilweise wirklich nur durchgehend und sind mal kurz ins Camp. Und das hat eigentlich, ja, hat mich sehr beeindruckt, dieser Einsatz. Dann haben wir die Aktion Bienenschwarm gestartet, kann Maria mal hochhalten. Es gab eine Karte mit interessanten Zielen und Sehenswürdigkeiten in Berlin, also zum Beispiel Parteizentralen, Unternehmenszentralen, wichtige Verkehrsknotenpunkte und damit konnte man sich sehr gut orientieren. Und das Ergebnis war, dass an 2 Tagen und den Tagen danach viele kleine dezentrale Aktionen stattgefunden haben, also Swarmings, Leute haben sich angeklebt, hier an der Geschäftsstelle vom Konrad-Adenauer-Haus, wir waren vom Wirtschaftsministerium, vom Ministerium für Inneres, Bundesumweltministerium nochmal und genau. Ich glaube, der größte Erfolg war, dass all das, trotz der Unkenrufe, die radikalen Öko-Aktivisten kommen, absolut friedlich und gewaltfrei abgelaufen ist. Also wir haben überhaupt keine gewaltsamen Auseinandersetzungen gehabt, nicht mit der Polizei, außer ein paar Schmerzgriffe von Seiten der Polizei. Aber also es gab keine Rangeleien große. Wir haben es geschafft, ein sehr inklusives, buntes Blockadeprogramm auf die Beine zu stellen und das hat auch dazu geführt, dass viele Berliner sich solidarisiert haben, die haben uns nachts Wärmedecken vorbeigebracht, heißen Tee und irgendwie einen Kofferraum voll mit Essen und wir haben ganz viel Solidarität erfahren, das war sehr schön. Was nicht so gut geklappt hat, war erneut unser Versuch, verhaftet zu werden. Während in England inzwischen schon 15.000 Menschen verhaftet worden sind, haben wir es in Deutschland gerade mal auf 15 vorläufige Gewahrsamnahmen geschafft. Sehr enttäuschend. Genau. Warum das so ist, unterschiedliches politisches System. Unser Protestrecht ist, glaube ich, das Größte, was wir in Europa haben. In anderen Städten sah es ganz anders aus, zum Beispiel in Belgien mit Wasserwerfern. Wir hatten die freundliche Berliner Polizei, die dann auch die meiste Zeit gesagt hat, naja, macht ihr mal so, ihr habt ja ungefähr gesagt, was ihr machen wollt. Genau, was auch total gut geklappt hat, war die Medien und genau, also 70.000 Medienberichte innerhalb von einer Woche weltweit generiert, 10.000 davon, das ist nur online in Deutschland, lange in den Nachrichten und so weiter und die schönen Zeitungen haben über uns berichtet. Genau, zum Fazit nochmal ganz kurz. Genau,
Okay. Könnt ihr uns nochmal, nee, halt so, Fazit. Genau, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, dass wir es damit geschafft haben, den zivilen Ungehorsam auch tatsächlich so ein bisschen Mainstream-tauglicher zu machen. Also erstmal Grüße an die Leute von Ende Gelände hier. Ihr habt natürlich viel eher schon angefangen, zivilen Ungehorsam zu machen, aber wir haben das jetzt halt in den Städten nochmal, glaube ich, ein bisschen näher so an die Normalos rangebracht. Genau, und ich hoffe, wir haben den Diskurs schon ein bisschen verschoben, wie wir anfangs gesagt haben. So, das war das, was positiv war. Also Bilanz, ja, schön, aber es hat politisch eigentlich noch überhaupt keinen Erfolg gebracht. Emissionen steigen weiter und es sieht eigentlich nicht danach aus, als würde die Politik irgendwas daran im Moment verändern wollen. Und wir haben außerdem auch sehr viel Nachrichten, gerade jetzt in den letzten Wochen, generiert, die überhaupt nicht zur Klimakrise waren. Und das versuchen wir jetzt nochmal kurz auf den Punkt zu bringen unter dem Titel Herausforderungen. Genau, also stellt euch vor, das Telefon klingelt, so wie bei mir vor 4 Wochen, man hat noch nicht den Kaffee getrunken und eine Weltjournalistin ist dran und sagt so, hast du schon das Interview gelesen, das euer Gründer Roger Hallam in der Zeit gegeben hat, wo er den Holocaust verharmlost? Wir hätten gerne ein 30-Minuten Statement dazu. Nein, habe ich noch nicht gelesen, aber ich gebe gleich zurück, kein Problem. Genau, also es war ein ziemlicher Super-GAU für uns. Wir haben uns sofort distanziert von diesen Äußerungen und es ist dann auch entsprechend einigermaßen glatt gegangen, aber es hat uns doch ziemlich in den Grundfesten erschüttert, dass einer unserer Mitgründer einfach so von oben bomb, irgendwie so eine Bombe auf uns drauf gedroppt hat. Und was wir halt dabei auch gemerkt haben, ist, dass wir ja einfach noch ganz viele Strukturen und Prozesse nicht haben. Wie gehen wir eigentlich damit um? Was machen wir damit? Wir können niemanden ausschließen, weil man nirgendwo eintreten kann. Wir wissen noch nicht mal, wie wir das hinbekommen, dass wir uns als gesamte Bewegung darüber verständigen, wie finden wir das jetzt eigentlich? Es gab dann total viel polarisierte Debatte. Da haben wir dann gemerkt, dass unsere 10 Prinzipien auch noch gar nicht so verinnerlicht sind. Also Leute anfangen, sich zu beschimpfen, anstatt irgendwie miteinander zu sein, dass es überhaupt nicht regenerativ zugeht und so weiter. Also genau, ziemlich angespannte Situation für uns. Was ich dazu sagen kann, ist noch, dass das jetzt eigentlich eine Chance ist, aufzuhören mit diesem Prinzip Copy-Paste, alles einfach unhinterfragt aus England zu übernehmen, sondern wir sind jetzt eigentlich gezwungen, und das ist auch gut so, unseren eigenen Weg hier zu finden in Deutschland, was bedeutet, dass wir uns auch die Strategie angucken müssen von Roger. Ich sag's einfach. Ja, ich würde es auch. Ja, sag. Ja, also das Problem ist mit Roger ist, geht tiefer. Also es ist nicht nur, dass das jetzt irgendwie im November eskaliert ist, sondern eigentlich geht das an die Grundlagen von Extinction Rebellion ran, weil ein Teil der Strategie des zivilen Ungehorsams in großen Städten und so weiter kommt auch von ihm. Und es gab von ihm auch schon vorher, auch in Interviews, aber auch in seinen Texten, sehr fragwürdige Formulierungen und auch einfach Ansichten. Und das Problem jetzt aus einer deutschen Perspektive war, dass hier Leute erstmal gesagt haben, oh wow, endlich macht jemand was gegen die Klimakrise, okay, wir springen alle auf und wollen dringend schnell auch aktiv werden. Und einfach ganz viele Leute diese, also inklusive auch meiner selbst, diese Texte gar nicht gelesen hatten. Und das fällt uns jetzt sozusagen auf die Füße in dem Moment, wo das mal so medial irgendwie so die Bombe hochgegangen ist. Und wir haben im Moment, also wir haben Leute verloren natürlich dadurch. Es gibt Leute, die bemühen sich jetzt gerade um einen Aufarbeitungsprozess sehr intensiv. Also wie gehen wir damit in Zukunft um? Wie distanzieren wir uns? Ja. Genau, also diese Sachen laufen, es wird eine Weile dauern, wir sind selber eigentlich am uns erstmal wieder finden. Genau, so. Also was ich vielleicht noch sagen kann, es läuft gerade eine globale Umfrage, es hat sich tatsächlich die internationale Vernetzung dadurch total angekurbelt, weil nicht nur Deutschland, sondern auch andere Länder überhaupt nicht einverstanden damit waren. Das heißt, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit findet jetzt gerade so ein Reflexionsprozess darüber statt, ob UK eigentlich die Zentrale ist, ist es nämlich eigentlich nicht. Und genau, was zu tun ist in Zukunft, um sowas zu verhindern. Genau, aber das Wichtige ist vor allen Dingen, dass wir jetzt nicht dabei stecken bleiben, sondern dass wir es schaffen, nach 2020 zu gucken, weil 2020 ist das Jahr und jetzt komme ich in den Endspurt. Genau. Also, Petra Kutscher-Style. 2020 ist das letzte Jahr, wo wir das Pariser Abkommen retten können. Nächstes Jahr werden die nationalen Selbstverpflichtungen der Staaten neu verhandelt. Und wenn nicht Ende von 2020 Substanz und Ambition ganz entschieden gestiegen sind, sind wir auf uns selbst gestellt.
2020 dürfen wir keine neuen Gelder und Subventionen mehr für fossile Energien erlauben. Wir haben total mächtige Gegner, die genau das Gegenteil von dem machen, was wir möchten. Das sind mit Milliarden ausgestattete Lobbyisten, Thinktanks, Kohle-, Gasunternehmen, Agrarindustrie, Plastikindustrie, Fleischindustrie, Banken. 2020 müssen wir die öffentliche Meinung gewinnen, also erstmal alle davon überzeugen, dass der menschengemachte Klimawandel wirklich real ist und dass das Zeitfenster jetzt zugeht. Also helft uns bitte alle und sagt auch die Wahrheit da, wo ihr euch befindet. Und vor allen Dingen auf den Plattformen wie YouTube und Facebook, auf denen immer noch viel zu viele Klimaleugnerbeiträge zirkulieren. Wir können das alles, das sind alles riesige Herausforderungen. All das können wir nur schaffen, wenn wir überall in der Gesellschaft Menschen für uns gewinnen, die ihren Einfluss ausüben, da wo sie sind, wenn wir uns international vernetzen und vor allen Dingen, wenn wir beginnen, eine globale Bewegung der Bewegung zu werden. Also es gibt ja schon ganz viele Vorläufer, Vernetzungen und so. Auch wir sind dran. Wir wollen uns weiter mit der Klimagerechtigkeitsbewegung vernetzen. Wir wollen zusammenarbeiten. Wir suchen Unterstützung. Und wir können eigentlich das alles nur schaffen, wenn wir weiter wachsen, mehr Bündnisse schließen, neue Zielgruppen erreichen, neue Communities aufbauen und genau den zivilen Ungehorsam überall hinbringen und überall rebellieren. Willst du es machen? Ja, hallo. Das ist Sina. Sina ist Mitherausgeberin von dem Buch. Keiner will wahrscheinlich hier aussterben. Keiner ist irgendwie daran beteiligt. Und irgendwie sind wir doch alle daran beteiligt. Und wenn wir nach 2020 gucken, oder überhaupt, und wenn wir uns fragen, wenn wir alle rebellieren, aufhören mit bestimmten Dingen und andere Dinge tun, zusammen. Was passiert dann? Was könnte noch passieren? Was könnte eigentlich alles noch passieren? Wir haben ja keine Zeit. Städte und Kommunen könnten in den Widerstand gehen. Es bilden sich neue Netzwerke der Regionen und Kommunen in Europa, lokal und global. Die Best Practice für Infrastruktur und Verwaltung auf Basis von Open-Source-Technologien austauschen. Infrastrukturen werden kommunal für die Allgemeinheit von neuen Akteuren errichtet. Die Zivilgesellschaft überlässt die staatliche Infrastruktur nicht mehr dem Staat oder Unternehmen. Zugang zu Trinkwasser, Mobilität, Kommunikation, der Toilettengang und Schutzräume werden selbst organisiert, für alle gemeinschaftlich bereitgestellt. Ein europaweiter Protest der kleinen Bauern und mittelständischen Landbesitzer gegen europäische und nationale Bürokratievorgaben verbindet sich mit der Umweltbewegung und den Fridays. Eine Agrarpolitik für den Humuserhalt wird in den Mittelpunkt gestellt. Eigentum wird als soziale Verpflichtung verstanden und Menschen nutzen ihre Fahrzeuge, um eine Mobilitätswende zu erzwingen. Sie blockieren Autobahnen. Menschen fahren Rollschuh auf Autobahnen. Ölkrise. Aus Blockaden von Straßen und Flughäfen und Logistikzentren entstehen Visionsgärten und ruhige Waldstraßen. Verschiedene Netzwerke ermöglichen jedem Mitarbeiter der Kohleindustrie in Deutschland einen anderen Job zu machen. Sofort Kohleausstieg von unten. Dank Rebel Supply werden Aktivisten solidarisch unterstützt, ein Grundeinkommen. Die Fridays for Future Jugend muss nicht ins System einsteigen. Die Generation Golf wacht auf und erkennt, dass ihre Gegenwart bereits geklaut ist und die alten weißen Frauen und Männer ihnen keine Sicherheit und keine Renten mehr auszahlen werden können. Benzinbetriebene Gartengeräte, Laubbläser werden verboten, zuerst in städtischen Betrieben. Montags wird gestreikt, ein solidarischer Tag. Freitags wird weiterhin gestreikt. Und je eine Stunde überall in Kindergärten, Pflegeheimen, Betrieben, Verwaltungen darüber gesprochen, wie es sein könnte, was nicht okay ist. Und damit wird die Drei-Tage-Woche faktisch in Deutschland und Europa eingeführt. Auch zur Abfederung der Transformationsfolgen aus der Digitalisierung. Lass uns wirklich rebellieren. Ich glaube, ob es jetzt bei XA ist oder wo auch immer, aber findet Wege,
andere Wege. Dankeschön. Recht herzlichen Dank. Recht herzlichen Dank an unsere drei Damen. Nein, leider gut, nicht. Dann haben wir einen Termin für, wir möchten eigentlich gerne mit euch sprechen. Bitte nur konstruktiv, wir sind einfach durch mit allem anderen. Vernetzung auf dem 36C3 hier ist in Comona, das ist in Halle 2, heute und morgen 19 bis 20 Uhr. Da gibt es einen Dome, der ist schwarz und der heißt Headnut. Oder Nuthead. Nuthead oder Headnut. Schwarzer Dom in Comona. Da sind wir, ab 19 Uhr. Aber wir hängen ja noch 10 Minuten rum. Also wenn ihr noch irgendwie sprechen wollt, dann genau, kommt doch nach vorne. Vielen Dank.